Dankeschön. Ja, ich habe länger an diesem Titel geworkshoppt, als ich zugeben möchte. Das Ganze ist die Fortsetzung eines Themas, mit dem ich seit 2019 durch Europa, kann man eigentlich sagen, tingle. Was ich damals nämlich angefangen habe zu erzählen war, hey, übrigens, eure WordPress-Webseiten machen das Klima kaputt. Und das war so ein bisschen ein traurigerer Vortrag. In diesem zweiten Teil quasi, ihr müsst den ersten dafür nicht gesehen haben, das ist fein, wollte ich mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, was wir alle tun können, um unsere Seiten besser zu machen. Da ist das Klima ein Aspekt, aber wir werden gleich sehen, da gehören eine ganze Menge andere Sachen auch dazu, die wir quasi, wenn wir da eh schon dran arbeiten, noch kostenlos mit dazu bekommen und unsere Seiten eben nicht nur greener, sondern auch better, faster und stronger machen können. Ganz wichtig, ihr müsst, um diese Dinge zu tun, nicht zwingend selbst coden können. Es ist komplett fein, wenn ihr in der Lage seid, in eurem WordPress ein Plugin zu installieren oder irgendwie solche Geschichten zu tun. Das heißt, hier gibt es für alle irgendwie was mitzumachen. Wir machen das außerdem ein bisschen interaktiv. Wenn ihr ein Endgerät habt und ich sehe, ihr habt das, gibt es ein paar Sachen, die ihr zwischendurch selbst mitmachen könnt. Und ich habe vielleicht 1-2 Fragen für diejenigen von euch, die sich dazu durchringen können, sie zu beantworten. Sie werden nicht besonders angenehm sein. Ganz kurz zu mir. Hi. So würde ich aussehen, wenn ich sehr, sehr groß wäre. Mein Name ist Simon. Ich mache WordPress seit 2008. Lange als Entwickler. Jetzt bin ich Produktmensch bei einem großen europäischen Hosting-Unternehmen und organisiere seit 2012 tatsächlich Meetups. So. Greener, better, faster, stronger. Wir wollen, dass unsere Webseiten weniger CO2 ausstoßen. Warum? Ich meine, das ist eine berechtigte Frage. Viele Dinge in unserem Alltag sind mit irgendeiner Art von Emissionen verbunden. Ne, wenn ihr mit dem Auto hergefahren seid, ist das relativ offensichtlich. Wenn ihr heute Morgen, keine Ahnung, Bananen, Avocados, irgendwas zu Frühstück hattet, alles das verursacht Emissionen. Im Digitalen ist uns das nicht so bewusst. Weil ich mache das hier auf meinem Computer, da passiert ja nichts. Es ist ja nur online. Und die Konsequenzen von dem, was wir online tun, sind relativ überschaubar. Außer wir kaufen betrunken Waschmaschinen, die am nächsten Tag geliefert werden. Dann ist das ein bisschen anders. Was wir auch ganz gerne glauben, ist, dass die Technik uns retten wird, was das Klima angeht. Ne? Da werden wir schon irgendwelche smarten technischen Lösungen für finden und das wird das alles regeln. Dass die Technik das Problem sein könnte, ist uns in vielen Fällen nicht so bewusst. Und ich möchte, ganz wichtig, das kommt sonst als Frage, nicht sagen, dass nicht eine Webseite oder ein Videocall eine ganze Menge Emissionen an anderer Stelle sparen kann. Es ist viel geschickter, dass ich eine Stunde mit jemandem in New York einen Zoom-Call oder irgendwas in der Richtung habe, statt dass einer von uns über den Atlantik fliegt und wir uns in person treffen. Nichtsdestotrotz können wir besser sein, was das angeht. Schauen wir also einmal, was das konkret bedeutet. Also bevor wir dazu kommen, vielleicht noch wichtig, warum stoßen Webseiten CO2 aus? Vielleicht sagen wir das noch einmal ganz, ganz explizit. Wenn eine Webseite aufgerufen wird, werden Daten übertragen vom Server, auf dem das Ganze liegt, über das Netzwerk zu meinem Endgerät. Dafür wird Strom verbraucht und der Strom kommt in den allermeisten Fällen leider nicht zu 100% aus erneuerbaren Energien. Nur um das nochmal so gesagt zu haben. Es gibt Möglichkeiten, das zu berechnen. Wie das Ganze zustande kommt und wie ungenau das Ganze ist, schauen wir uns gleich noch an. Aber wir können sowas mal als Faustformel nehmen. Eine Seite, die knapp 10.000 Aufrufe im Monat hat, landet in vielen Fällen im Durchschnitt auf knappen 60 Kilo CO2 pro Jahr. Wir haben überhaupt kein Gefühl dafür, was 60 Kilo CO2 sind, nehme ich an. Ein Kilo CO2, lustiger Funfact, wäre in so einem Gymnastikball ungefähr mit einem Meter Durchmesser als Volumen,
können wir uns also vielleicht auf die Art vorstellen. Einfacher gesagt, und das ist auch eine grobe Verallgemeinerung, bevor ihr mich jetzt hier anspringt, das ist ungefähr die Menge CO2, die ein Baum jährlich aufnehmen kann. Es gibt welche mit mehr, es gibt welche mit weniger. Wir sagen einfach mal so im Durchschnitt. Das heißt aber auch, bei einer Webseite, die deutlich mehr als 10.000 Aufrufe im Monat hat, landen wir da ganz schnell drüber. Und auch bei einer Seite, die vielleicht nicht ganz durchschnittlich groß ist. Das wird schnell sehr viel mehr. Jetzt ist das ein WordCamp und mein Vortrag kümmert sich auch im Speziellen natürlich um WordPress-Webseiten. WordPress an sich ist weder besonders gut noch besonders schlecht, was diese Art von Optimierung angeht. Leider macht WordPress es uns extrem leicht, aus Klimaaspekten gesehen sehr schlechte Webseiten zusammenzuklicken, weil es super einfach ist. Ich nehme mir irgendeinen Page-Builder, ich packe meine Bilder da drauf, ich werfe noch zwei lustige Slider-Plugins oben drauf und schon habe ich eine außergewöhnlich schlecht performende Seite, die leider auch noch hübsch ausschaut im schlimmsten Fall. Das heißt, wir kommen ganz schnell in diesen Bereich. Mit meinem ersten Vortrag habe ich damals, ich bin von Meetup zu Meetup gereist und habe den da überall gehalten. Und bevor ich in Köln war, habe ich mir angeschaut, okay, was für eine Webseite in Köln kann ich als Beispiel dafür nehmen, wie das so performt. Und bin bei köln.de hängen geblieben, die offizielle Webseite der Stadt Köln, die aus irgendeinem Grund Werbeanzeigenplätze verkauft. Keine Ahnung, aber es ist für uns geschickt, weil wir deshalb wissen, wie viele Aufrufe die Seite hat. Das waren nämlich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, sowas wie 1 Million Aufrufe pro Tag. Sehr viel. Und zu der Zeit war das irgendwie, endete das damit, dass die im Monat knappe 300 Tonnen CO2 ausstößt. Und während ich das erzählt habe, wurde jemand in der ersten Reihe bei diesem Meetup immer kleiner, weil sich rausstellt, die Person hatte damit zu tun. Ich habe gehört, da haben sich Dinge verbessert, was das angeht, aber ich will sagen, wir kommen schnell über diese 60 Kilo im Jahr. Und 10.000 Aufrufe ist auch wichtig, das heißt nicht, dass 10.000 Menschen diese Seite aufgerufen haben, sondern 10.000 Mal wurde diese Seite geladen. Das heißt, auch der Googlebot, der vorbeikommt, oder gibt es andere Suchmaschinen, Bing? Jeder dieser Bots, der das Ganze aufruft, zählt als so ein Aufruf, zum Beispiel. Und wenn ich auf der Seite rumsurfe und rufe 5 verschiedene Seiten auf, sind das 5 von diesen 10.000. So, das haben wir gesagt, das haben wir gesagt. Kommen wir zurück zu dem Warum. Warum ist das mein Problem? Vielleicht außer der Tatsache, dass ich auf diesem Planeten lebe und das gerne auch die nächsten paar Jahre noch weiterhin tun möchte. Ich habe versucht, das mal runterzubrechen auf die verschiedenen Aspekte, die das Ganze mit sich bringt. Punkt 1. Effiziente Websites sind günstiger. Das ist ein bisschen schwach unter Umständen, weil das hängt sehr davon ab, wie euer Hosting ausschaut, wie das Ganze aufgebaut ist. Aber wir lassen das mal so stehen. Punkt 2, verbesserte Ladezeiten und Performance. Die allermeisten Sachen, auf die wir gleich eingehen, bedeuten einfach, wir laden weniger Kram. Wenn wir das weglassen, lädt unsere Seite schneller. Und das ist eigentlich für die Performance relevant. Ich würde sagen, zu 95% sind Dinge, die wir für die Klimafreundlichkeit unserer Seite machen, hervorragend für die Performance. Das Venn-Diagramm davon ist extrem überlappend. Es gibt ganz, ganz wenige Sachen bei der Performance, wo ich sage, das ist vielleicht jetzt aus Klimaaspekten nicht die allergeilste Idee. Und andersrum ein paar Sachen in der Performance, die da nicht, bei den Klimathemen, die für die Performance nicht helfen, aber die Überlappung ist extrem groß. Wir haben in den allermeisten Fällen eine bessere User Experience und das knüpft ganz wunderbar an das Thema von Chris von heute Morgen an, weil ich eine einfacher strukturierte Seite habe, weil sie wahrscheinlich in den allermeisten Fällen auch noch barrierefreier ist. Dafür hören wir gleich noch was. Das überlappt alles irgendwie. Deswegen, wenn wir diesen einen Aspekt anfassen, machen wir so viele andere Dinge damit auch noch besser. Ich hoffe, ich habe euch überzeugt und wenn nicht, müsst ihr trotzdem hier sitzen bleiben. Es tut mir sehr leid. Wir gucken uns jetzt einmal an, wie das Ganze ausschauen kann. Ich lüge ganz fürchterlich und behaupte, es sind nur 5 Schritte. Das hängt damit zusammen, dass Schritt 3, glaube ich, die gesamte Arbeit ist. Ja, freut euch nicht zu früh.
Schritt 1 ist ein interessanter. Bevor wir loslegen, sollten wir einmal angucken, wie viel CO2-Ausstoß verursacht meine Webseite eigentlich. Das ist glücklicherweise relativ einfach, weil wir dafür Testing-Tools haben. Es gibt verschiedene. Ich habe von Anfang an eines benutzt, das wir uns auch gleich anschauen. Ich weiß, dass ich eure Aufmerksamkeit komplett verliere, sobald ich die URL dazu zeige. Deswegen sage ich die Sachen davor. Wir wollen einen Ausgangswert haben. Das heißt, der Wert, den ihr vielleicht gleich seht, wenn ihr jetzt mitspielt, ist wahrscheinlich nicht besonders gut. Das ist vollkommen okay. Wir gucken uns das an, um das besser zu machen. Zweitens, der Wert, den ihr seht, ist geschätzt, weil niemand messen kann, wie viel CO2 eine Seite wirklich ausstößt. Das Ganze ist, was den Energieverbrauch angeht, grob getrittelt. Es stimmt nicht ganz, es sind irgendwie 40, 20, aber sagen wir mal grob getrittelt auf den Betrieb des Servers oder der Server, auf dem eure Seite liegt. Das zweite Drittel ist der Übertragungsweg, also alles zwischen dem Rechenzentrum und dem Browser der Person, die die Seite aufgerufen hat. Und das letzte Drittel ist das, was zu Hause stattfindet, also mein Rechner, mein Telefon und mein Internetanschluss. Und weil ich natürlich nicht alles das messen kann, in den seltensten Fällen kann ich sagen, welchen Weg Daten von A nach B nehmen im Internet, ist das eine Schätzung, ganz wichtig. Zweiter wichtiger Punkt, warum es eine Schätzung ist, wir nehmen als Proxywert für den CO2-Ausstoß zum überwiegenden Teil die übertragenen Daten. Es ist in Wirklichkeit noch ein bisschen schlimmer, will ich damit sagen. Wir vereinfachen es und dadurch wird es ein bisschen besser, der Wert wahrscheinlich sogar. Weil ja auch je nachdem, was eure Seite macht, ob die jetzt im Frontend sehr viel JavaScript lädt und Sachen im Browser erst rendert oder so, das braucht auch Strom, ignorieren wir für den Moment. Wir gucken erstmal wirklich nur auf die übertragene Datenmenge. So, das ist die Stelle, an der ich euch verliere. Die Seite, die wir uns anschauen wollen, heißt websitecarbon.com. Ich hoffe, dass mindestens eine Person, weil wir brauchen das, jetzt mal eine eigene URL auf websitecarbon.com eingibt. Und dann gucken wir, was dabei rausfällt. Wir können das hier auch einmal live tun. Ich habe keine Browser. Okay. So. Ich habe da mal was vorbereitet. So schaut diese Seite ungefähr aus. Wir haben hier eine kleine Leiste, in die wir eine Domain oder auch einen Pfad zu irgendeiner Unterseite eingeben können, ganz wie ihr wollt. Und dann denkt das kurz nach und schaut euch eure Seite an. Und was ihr bekommen solltet, ist sowas in dieser Richtung. Das ist neu hier oben, dass hier so eine kleines Energielabel noch mit dran ist. Wir sehen auch schon, der globale Durchschnitt einer Webseite ist so zwischen E und F. Das ist nicht so richtig schön. Und wenn ihr ein Stück runterscrollt, seht ihr, wie viel CO2 pro Seitenaufruf ausgestoßen wird. Ich muss mich an dieser Stelle entschuldigen. Zum einen, weil das eine ganz fies durchoptimierte Seite ist und zum anderen, weil ich etwas faul war und sie nicht mehr so gut optimiert ist wie früher. Ich gehe davon aus, dass ihr, wenn ihr das gerade gemacht habt, da ein kleines bisschen höhere Werte habt. Wie gesagt, vollkommen fein. Ich bin wahnsinnig und habe sehr viel Zeit da investiert, das runterzudrücken. Hat jemand diesen Test gemacht und möchte uns verraten, was wir haben? Mike? 0,08. Das ist sehr gut. Okay. Du bekommst gar keine Ergebnisse. Das ist komisch. Das hatte ich noch nicht tatsächlich. Wobei, heute Morgen ist es bei mir einmal schief gegangen. Vielleicht ist da gerade was bisschen wackelig. Wir hatten noch eine andere Meldung, Bernhard? 0,12. Was gibt dir der 0,12 für einen Buchstaben oben? Ah, okay. Es war im letzten Jahr noch so, dass ab 0,2 das Ganze im grünen Bereich war, bevor sie diese Labels eingeführt haben. Als ich diesen Vortrag zuletzt in Wien gehalten habe, hatten wir, ich glaube, das höchste war 3 oder 4 Gramm pro Aufruf. Ihr seht also, das variiert ein bisschen. Ne? Kann sein, dass das da leicht unterschiedlich ist, je nachdem, was ihr für eine Seite habt. So, jetzt wissen wir diesen Wert und wenn wir weiter runterscrollen, sehen wir hier auch noch ein paar andere Sachen.
Die Seite versucht zu erraten, nein, versucht mit einer Datenbank abzugleichen, ob das Hosting, das ihr benutzt, auf erneuerbaren Energien nicht basiert, aber damit betrieben wird. Wenn nicht, zeigt es euch irgendwie so eine rote Meldung an und sagt, oje, 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 vielleicht wird hier Kohle verbrannt. Wichtig ist, dass da unter Umständen False-Negative-Ergebnisse dabei sein können. In dieser Datenbank sind nicht alle Hosting-Anbieter gelistet und gerade wenn ihr was Kleineres habt oder das vielleicht sogar selbst macht, kann es durchaus sein, dass euer Server sehr wohl mit erneuerbaren Energien betrieben wird, aber das hier nicht ankommt. Und wenn ihr eine grobe Idee habt, wie viele Aufrufe ihr pro Jahr habt, 100, keine Ahnung, rechnet euch das hier auch noch durch, was das ungefähr so entspricht. Im Jahresverlauf, wie viele Bäume, wie weit man mit dem Strom hätte Auto fahren können, etc. Soweit so nichtssagend. Wir brauchen dafür nämlich noch ein weiteres Tool. Wir merken uns diesen Wert, behalten den vielleicht als Browser-Tab irgendwo offen oder wenn ihr vorhabt, längere Zeit zu optimieren, macht euch einen Screenshot davon, notiert es euch irgendwo, wie ihr wollt. Als zweites wäre erstmal ein weiterer Test am Start. Bevor wir damit anfangen, wirklich zu arbeiten, gucken wir uns noch was Zweites an. Wir könnten noch irgendein anderes CO2-Tool uns raussuchen. Es gibt da noch einige. Wenn ihr das machen wollt und dann das raussucht, das das beste Ergebnis hat, okay. Ansonsten ist das erstmal wurscht. Was ich eher machen würde, wäre einen kleinen Performance-Test noch zu machen. Und zu gucken, was ist es denn genau, was auf meiner Seite geladen wird, was dazu führt, dass ich das Ergebnis habe, das ich gerade gefunden habe. Weil das sagt uns ja WebsiteKarben.com erstmal nicht. Jetzt gibt's eine ganze Menge Performance-Testing-Tools und da dürft ihr gerne das raussuchen, auf das ihr mehr Lust habt. Ich habe hier als Beispiel mal webpagetest.org genommen, was sehr, sehr lange Zeit eine unfassbar hässliche Webseite war, die von einem Google-Engineer in seiner Freizeit im Keller betrieben wurde. Der hatte irgendwie einen Serverschrank voller physischer Smartphones da rumstehen, auf denen diese Tests laufen. Die ist heute wesentlich hübscher, als sie früher war. Und klassische Performance-Geschichte, ne? Also hier könnt ihr dieselbe URL, die ihr gerade in das andere Tool reingeworfen habt, nochmal einwerfen und bekommt dann ein Ergebnis, das sehr ins Detail geht. Und wir gucken uns nur einen Aspekt davon heute an. Sehr ins Detail geht, was auf eurer Seite geladen wird, wie viel Kilobyte, Megabyte, Gigabyte das sind, die übertragen werden, ob das eher Schriften sind, eher JavaScript, eher CSS, solche Geschichten. Auch da habe ich irgendwo einen Browser-Tab dafür. Wir machen das in der richtigen Reihenfolge. So. Und dann hier. So. Und natürlich nehmen wir dafür jetzt die gleiche Seite, sonst wäre das blöde. Dieser Test kann eine Sekunde dauern oder auch fünf. Und wenn zu viele Menschen aus dem gleichen Netzwerk darauf zugreifen, dann geht es kaputt. Das ist die Stelle, an der ich obligatorisch darauf hinweisen muss, macht sowas niemals live. Das ist eine miserable Idee. So. Das hier wirft uns irgendwelche Werte aus. Sowas wie Page Weight ist ein interessanter Anhaltspunkt. Ich finde das eine schrecklich hohe Zahl. Naja, gut. Wir gucken aber, wie gesagt, nur auf einen einzigen Punkt, nämlich auf eine Ecke, die sich hier Content nennt. Und mir einen kleinen Überblick darüber gibt, wie sich das Gesamtgewicht meiner Seite verteilt auf verschiedene Inhaltstypen. Und was wir hier sehen, ist, dass in meinem Fall drei Aufrufe für CSS gemacht werden, einer für JavaScript, zwei für Bilder und gut, ein HTML-File, das lässt sich schwer umgehen. Früher war die Faustformel, dass Browser nur 7 gleichzeitige Übertragungen machen können. Das haben wir schon seit vielen Jahren nicht mehr. Trotzdem bin ich ein Fan davon, da möglichst wenig zu übertragen. Und auf der rechten Seite, im rechten kleinen Tortendiagramm, sehen wir, wie sich die Dateigröße verteilt. Also in meinem Beispiel hier haben wir knappe 50% entfallen auf die beiden Bilder.
ganz, ganz wenig JavaScript, ein knappes Drittel CSS und die restlichen 12% und ein paar zerquetschte sind das HTML. Das wird unterschiedlich ausfallen, je nachdem, was für eine Seite ihr habt. Hat irgendwer diesen Test mitgespielt? Ja. Du hast eine zusätzliche Schrift. Das ist tatsächlich was, was wir, da habe ich hier explizit drauf verzichtet, weil ich, wie gesagt, wahnsinnig bin und diese Seite unfassbar durchoptimiert habe. Das 2024-Theme. Mhm. Das habe ich tatsächlich, ich habe heute Morgen mal die Seite vom WordCamp spaßeshalber hier reingeworfen und auch da, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch irgendein 2020-Theme, auf dem das basiert. Auch da hat man dann schnell so die Hälfte der übertragenen Dateimenge als Schriftart. Das ist ein bisschen Geschmackssache tatsächlich an der Stelle. Also wir können jetzt natürlich sagen, schmeißt alle eigenen Schriftarten da raus und benutzt nur noch, wie in meinem Fall, den System Font Stack, also eine CSS-Regel, die sagt, egal auf welchem Betriebssystem ich bin, ich zeige immer eine ähnliche Schriftart an. Ist eine Designentscheidung am Ende des Tages auf jeden Fall. Was ihr wahrscheinlich in vielen Fällen sehen werdet, ist, dass ihr hier relativ viel dieser Gesamtmenge auf Bilder entfallen haben werdet. Wenn es nicht gerade Fonts sind, die das überlagern, ist 50% oder sogar mehr für Bilder nicht unüblich. Und was wir auch oft sehen, gerade bei moderneren Webseiten, die mit einem Page-Builder gebaut sind oder mit so einem eher ein bisschen älteren All-in-One-Theme, dass sehr, sehr viel JavaScript geladen wird. Weil irgendwer es für eine super Idee mal gehalten hat, dass wir alle Sachen auf unseren Seiten animieren müssen. Wenn ich scrolle, müssen alle Sachen so rein animiert werden. Naja. Da haben wir relativ viel von. CSS hält sich in der Regel in Grenzen und hier wird Flash noch mit aufgeführt, was ich super süß finde. Das sollte eigentlich nicht mehr wirklich vorkommen. Wir hatten noch eine Meldung. Du findest die Tabelle nicht. Also bei mir ist die einfach unten drunter. Vielleicht ist das auf Mobilgeräten anders. Das wird da schon geregelt. Sehr schön. Was wir unten auch noch sehen, das ist jetzt für gerade relativ wurscht, ist dann nochmal irgendwie so im zeitlichen Verlauf, wie Sachen geladen werden. Das ignorieren wir für jetzt. So. Was können wir daraus lesen? Genau solche Dinge wie Bilder etc. ist ein guter erster Anhaltspunkt, um zu schauen, was können wir eigentlich tun. Und jetzt darf ich nicht vergessen, zu meinen Folien zurückzugehen. So. Wir kommen nämlich an die eine Folie, in der die gesamte Arbeit zusammengefasst ist. Thank you for coming to my TED Talk. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Das ist die Stelle, an der wirklich die Arbeit drinsteckt. Und das ist jetzt sehr individuell, je nachdem, zum einen, womit ihr persönlich euch wohlfühlt. Seid ihr fein damit zu sagen, oh ja, ich passe den Code meines Themes an und stell sicher, dass der weniger CSS lädt, dass ich vielleicht ein paar Schriftarten ausbaue oder keine Ahnung. Muss nicht unbedingt sein. Ist schön, man kann da wirklich sehr, sehr tief ins Detail gehen. Muss aber nicht sein. Wollt ihr vielleicht einmal durchgehen? Das ist eine Übung, die ich gerne, als ich damals noch für Endkunden Sachen gemacht habe, dass ich Leute gezwungen habe, sich vor ihre Webseite zu setzen und angefangen habe, auf jedes einzelne Element drauf zu zeigen. Zu sagen, was ist das da? Ist das wichtig? Brauchst du das wirklich? Wollen das die Menschen, die deine Seite aufrufen, wirklich sehen? Ist das relevant? Und so Sachen wie Bilderslider, don't get me started, fliegen da ziemlich schnell raus. Ne? Klassiker, wir haben irgendwie, keine Ahnung, im Header-Bereich unserer Seite oder so einen Bilderslider, wo Bilder durchwischen. Niemand schaut sich die an, es gibt da Zahlen dazu, das zweite Bild oder das dritte klicken 0,005% der Menschen, glaube ich, an. Ich meine, das ist die Statistik dazu. Es gibt, googelt das, es gibt da Links, ich habe leider keinen zur Hand. Solche Sachen, komplett unnötiges Gewicht, können wir rauswerfen. Wenn wir sehr, sehr genau hingehen wollen, schauen wir vielleicht sogar mal noch ein bisschen drüber, was haben wir an Inhalten auf der Seite. Will ich die umstrukturieren auf eine Art, die es vielleicht eher leichter macht, das zu finden, was ich suche?
muss ich meine Besucherinnen und Besucher dazu zwingen, über 15 verschiedene Seiten auf meiner Webseite sich durchzuklicken, um die Informationen zu finden, die sie brauchen? Oder kann ich die nicht ein bisschen zentraler platzieren und den Weg dahin ein bisschen klarer machen? Das sind ganz, ganz viele Dinge, die wir tun können, die super ins Detail gehen. Gucken wir also lieber noch ein bisschen auf die technischen Dinge. Ich habe es hier ganz banal als Plugins entfernen genannt. Es gibt ein paar Plugins, die notorisch Probleme machen können, was so Performance angeht. Ich denke an mein langjähriges und bis heute liebstes Formular-Plugin, Contact Form 7, das ein bisschen dafür bekannt ist. Ich weiß nicht, ob es das immer noch tut, aber es hat lange Zeit auf jeder einzelnen Unterseite einer Website, auf der es installiert ist, JavaScript geladen. JavaScript, das es dafür benutzt hat, das Formular zu validieren und zu gucken, okay, ist das, was da gerade eingegeben wurde, wirklich eine E-Mail-Adresse oder eine Telefonnummer und passt das alles? Das ist total super, wenn ich wirklich ein Kontaktformular auf dieser Seite habe. Und genau da kann dieses JavaScript auch geladen werden und da möchte ich auch gar nicht dafür argumentieren, das rauszuwerfen, auch nicht aus Performance- oder Umweltgründen, weil das würde so den insgesamt den Sinn so einer Webseite dann auch irgendwie ad absurdum führen. Aber Contact Form 7 hat das, wie gesagt, mindestens in der Vergangenheit, vielleicht auch heute, auf jeder einzelnen Seite geladen, auch wenn das Formular gar nicht da war. Und das ist nur ein Beispiel, das ich rausgrabe. Es gibt eine ganze Menge Plugins, wo man sich fragt, warum lädt das hier eigentlich Sachen? Das hat hier gar nichts zu suchen. In einigen Fällen kann man das abstellen, in anderen Fällen lohnt es sich vielleicht einfach mal zu gucken, vielleicht brauchen wir das Plugin gar nicht wirklich, vielleicht benutze ich das Kontaktformular schon seit 5 Jahren gar nicht mehr, aber habe das Plugin noch am Start. Es lohnt sich, das einfach rauszuwerfen. Das sind so schnelle Optimierungssachen, die man wirklich einfach mal so mitmachen kann. Bitte macht vorher ein Backup, das ist vielleicht noch der Disclaimer. Wenn wir an Themes denken, gibt es eine ganze Menge Dinge, die wir optimieren können. Es gibt dafür Optimierungsplugins, wenn wir ein neues Plugin installieren wollen. Und man kann aus fast jedem Theme eine ganze Menge rausholen, was Performance angeht. Es wird aber ein paar Stellen geben, in einigen Fällen, in denen kommt ihr einfach nicht weiter mit dem Theme, das ihr habt. Und dann ist es vielleicht einfacher, und gerade bei einer eigenen Seite ist das keine ganz so schwere Entscheidung, zu sagen, boah, bevor ich mich jetzt hier 10 Stunden hinsetze und an diesem Theme rumdoktere, wechsle ich das vielleicht lieber und nehme ein schlankeres. Wenn das eine Seite ist, die ihr für jemand anderen baut, dann sieht die Geschichte oft anders aus, weil nicht selten sagen Kundinnen und Kunden, ja, aber ich mag das, das ist nämlich hübsch. Und dann kriegen wir das garantiert nicht weg. Das heißt, dann sind wir wieder in dem Bereich, in dem wir an Performance-Optimierung denken müssen. Ja, bitte. Ich wiederhole einmal kurz die Frage. Die Frage ist, ich kann nicht einfach an einem Theme rumdoktern, weil mit dem nächsten Update sind alle Änderungen weg. Wie mache ich das? So zusammengefasst. Im einfachsten Fall kannst du ein Schalt-Theme dafür anlegen. Ein Mechanismus, der in WordPress vorgesehen ist, mit dem ich einzelne Bestandteile eines Parent-Theme, heißt es dann, überschreiben kann. Und dann werden die zumindest, was den Seitenaufruf angeht, auch nicht mehr geladen. Das heißt, dann sind die aus diesem Performance-Spiel raus und du kannst sagen, okay, bitte mach hier niemals dieses CSS mit rein, zum Beispiel. Ansonsten ist es tatsächlich problematisch, wenn du mit einem Schalt-Theme nicht weiterkommst, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, das über ein Plugin an der einen oder anderen Stelle zu machen. Gerade wenn wir an sowas denken, wie CSS oder JavaScript, das geladen wird, lässt sich das mit anderen Plugins optimieren oder unterbinden. Das wäre eine Schalt-Theme-Lösung, genau. Das sind alles Optionen, die wir da haben. Das ist aber schon eher die Ecke, in der wir Code anfassen. Ich würde gerne ein Stück weiter noch gehen, weil wir sonst hier nämlich in ein kleines bisschen Zeitprobleme kommen. Ein anderer wichtiger Punkt sind bei diesen Optimierungsplugins ist Bilder. Und das ist, was ich in dieser Prozesse ändern Geschichte versteckt habe. Wenn ihr Bilder auf eure Webseite hochladet, optimiert ihr die vorher? Ja? Natürlich, sehr gut. Wir haben ganze 3, 4 Hände oben, sehr schön. Optimiert ihr die, nachdem ihr sie hochladet? Ja,
okay. Wir haben gesehen, Bilder sind super schnell mehr als die Hälfte der Größe einer Webseite. Sehen wir auch so im Schnitt, ist das nicht unüblich. Die durchschnittliche Webseite 2023 ist, glaube ich, um die 4 Megabyte groß für einen Seitenaufruf. Und da ist die Hälfte davon eine ganze Menge. Es gibt unfassbar viele Bildoptimierungs-Plugins für WordPress, die sich um diese Optimierung im Hintergrund kümmern. Ich kann ein paar davon nennen, wenn ihr wollt. Es ist ein bisschen gefährlich. Meinem Arbeitgeber gehört ein großes davon. Das ist nicht die Richtung, in die ich hier gehen möchte. Wollt ihr mal ein paar Plugin-Namen sagen vielleicht? Insanity, Kraken, Imagify, eWWW, von dem ich lange dachte, es heißt Irr, aber es ist das Geräusch, das ein schnelles Auto im Vorbeifahren macht. Das ist die Idee. Genau. Es gibt die in kostenpflichtig und in kostenlos. Es gibt sie als externen Dienst, wo Bilder, die in WordPress hochgeladen werden, genommen werden, an einen anderen Server geschickt, der die dann klein macht und zurückgibt. Und Beispiele wie eWWW, die das Ganze lokal auf deinem eigenen Server machen. Alles das, egal für welches dieser Plugins ihr euch entscheidet, und die sind dann im Detail vielleicht ein bisschen anders, wie sie optimieren. Das heißt, sie machen unter Umständen Lossless-Kompression. Das heißt, Bilder sehen genauso aus oder lossy. Sie werden ein bisschen schlechter von der Qualität her. Im Grunde machen die dasselbe. Sie machen eure Bilder dramatisch viel kleiner. Und was wir sehen so im Alltag ist, dass wir zwischen 75% und 90% der Bildgröße dadurch sparen können. 75% und 90% der Hälfte eurer übertragenen Dateimenge ist verdammt viel. Wir wollen das gerne loswerden. Das wäre voll super. Und das Schöne ist, wenn ich das als Plugin mache, habe ich das nicht nur für das eine Bild, das ich hochlade und lokal optimieren kann. Ich weiß nicht, in Photoshop für Webspeichern in Klammern Legacy, sondern auch für alle Bildformate, die WordPress generiert. Je nachdem, was ihr für ein Theme habt, sind da unter Umständen verschiedene Größen dabei. Und auch für Bilder, die vielleicht andere Leute hochladen. Auf einer Seite, die ich nicht nur alleine benutze, sondern wo auch andere Menschen drauf zugreifen können. Ich vertraue mir selbst schon nicht genug, dass ich mich an diesen Workflow halte und anderen Leuten gleich zweimal nicht. Das heißt, da lohnt es sich wirklich, da ein bisschen Zeit zu investieren. Das ist was ihr einmal aufsetzt und dann läuft das. Die Frage, die an dieser Stelle auch ganz gerne kommt, ist, was ist denn mit Caching? Und Caching ist eine schöne Sache, aber Caching darf nicht der erste Schritt sein, wenn ihr an so eine Optimierung geht. Weil was Caching, wenn wir von Page-Cache sprechen, zumindest in der Regel tut, ist, es nimmt die Sachen, die WordPress ansonsten aus der Datenbank sich holt, irgendwie den Seitentitel, den Seiteninhalt, den Namen der Autorin, das Datum, solche Sachen, packt das zusammen, rendert HTML und gibt das zum Browser raus. Sehr vereinfacht gesagt. Und bei Caching nehmen wir dieses rausgerenderte HTML, legen uns das in eine Schublade und beim nächsten Aufruf dieser Seite können wir das nehmen und einfach direkt rausgeben. Das heißt, wir sparen das Zusammensuchen. Wenn ich eine sehr, sehr große Seite habe, die zur Hälfte aus Bildern besteht und dann nochmal zu zwei Dritteln, das kommt nicht hin, dann nochmal zu zwei Dritteln aus Schriften und vielleicht noch JavaScript obendrauf, habe ich eine sehr große gecachte Seite. Das heißt, ich muss mich um diese ganzen Themen trotzdem kümmern und erst dann an das Caching gehen. Es gibt Caching-Plugins, die machen mehr als nur Caching, die optimieren dann auch und können Dinge rauswerfen, das ist auch so ein Punkt. Wenn ihr ein einfaches Caching-Plugin sucht, ist Cachify ein guter Punkt, um anzufangen. Ich bin nicht unbeteiligt an diesem Plugin. Eine wunderbare Gruppe von Menschen, die sich damit besser auskennt als ich, arbeitet aber dran. Und es ist ein sehr simples Plugin. Es macht nicht super viel. Und es gibt andere Caching-Plugins, die deutlich mehr machen. Aber das Wichtige an Cachify ist, ihr könnt euch nicht den Ast absägen, auf dem ihr sitzt. Es gibt nämlich Plugins wie WP Supercache, W3 Total Cache. Nehmt eine beliebige Wortkombination und hängt Cache dran. Es gibt das als Plugin garantiert. Viele dieser Plugins haben ungefähr 200 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die ihr in einer Art und Weise zusammen konfigurieren könnt, dass die Seite so gut gecached ist, dass ihr nicht mehr drankommt. Ist alles schon passiert. Ist mit Cachify nicht der Fall. Es gibt kostenpflichtige Caching-Plugins, die dann noch mehr machen. Das alles sind verschiedene Optionen, auf die wir zurückgreifen können. Habt ihr an dieser Stelle Fragen? Das wäre eine wunderbare Möglichkeit dazu. Und dann warten wir auch kurz auf das Mikro.
Hallo, wie ist denn deine Erfahrung, wenn ich jetzt ein übliches Bildbearbeitungsprogramm nehme und das optimiere, bevor ich es hochlade, weil das ist so unsere Variante, wie wir es machen, das mit, dass man auf der Seite optimieren kann, war mir auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Wer erzielt denn da bessere Ergebnisse? Diese Plugins, die das im Zweifelsfall noch irgendwo hinschicken oder wenn ich mit GIMP da vorher ein WebPP draus mache? Die Plugins. Plugins allein schon deshalb, weil WordPress noch verschiedene Bildgrößen aus dem rechnet, was du hochgeladen hast und auch die mit optimiert werden können. Das kannst du im Vorfeld gar nicht so gut machen. Aber auch bei Bildern, die du optimiert abgespeichert hast, ich weiß es von GIMP jetzt nicht im Speziellen, aber ich weiß, dass das, was aus Photoshop rausfällt, optimierungsbedürftig ist, auch wenn es schon die optimierte Version ist. Da würde ich immer darauf vertrauen, das nochmal durch so ein Plugin durchzuschicken. Maya sagt, beides machen. Ja. Auch das gibt's. Wir hatten. Ich kann laut sprechen. Was ist mit dem Leuten? Nein, wir machen das mit dem Mikro. Ja. Was ist mit dem neuen Bildformat, was mit WordPress 6.5 kommt? AVIF. Genau. Ja, AVIF haben wir seit wann ist WordPress 6.5 raus? Seit knapp 2 Wochen? 2,5? Irgendwie sowas in dem Dreh. Anders als WebP, das lange Zeit als der Heilsbringer unter den Bildformaten gehandelt wurde und gar nicht so viel kleiner ist als JPEG zum Beispiel, sehen wir bei AVIF deutlich kleinere Bilder rauspurzeln. Das heißt, AVIF ist ein gutes Bildformat. Ich glaube, wir haben gerade eine Browserabdeckung von 95% oder so global. Ja, ist relativ gut. Alle modernen Browser unterstützen das. Und ich bin gerade an dem Punkt, dass ich für meine privaten Seiten, wo es mir ehrlich gesagt egal ist, ob jetzt auf der Meetup Konstanz Seite oder so das Bild kaputt ist, wenn das jemand besucht mit einem Internet Explorer 5, nur noch AVIF benutze und gar keinen Fallback mehr habe. Auf einer größeren Seite muss man da mal gucken. Ich würde zur nächsten Frage, wir können gerne im Anschluss noch. Ich wollte nur mal fragen, ob du deine Seite mal zeigen kannst und die ganzen Sachen, die du jetzt gerade angesprochen hast, so ein bisschen zeigen auf deiner quasi Vorzeigeseite. Meine Vorzeigeseite ja. Ist ein so miserables Beispiel. wir können aber ganz, ganz kurz da reinschauen tatsächlich. Hier ist nicht viel dran. Meine Seite besteht aus, ich glaube, es sind 7 Dateien. Nein, 2, 4, 6 Dateien. Hier ist ein kleines bisschen JavaScript, das sich darum kümmert, dass keine Sachen eingebettet sind. Und das war's auch schon. Das ist ein Theme, an dem ist auch ansonsten nicht viel dran. Ich habe das extra dafür gebaut, dass es nicht viel tut. Das heißt, das Einzige, was ich hier tatsächlich habe, ist, das Bild ist optimiert. Das Theme macht nichts. Und das Ganze ist über mehrere Layer serverseitig gecached. Was ein Punkt ist, den wir komplett ausgeklammert haben. Ihr könntet auch im Hosting eine ganze Menge Sachen machen, das ist ein komplett eigener Vortrag. Also meine eigene Seite ist leider wirklich ein miserables Beispiel. Wenn du alles weglässt, dann hast du meine Seite am Ende. Ja. Ich habe das nochmal extremer gemacht, indem ich eine Version gebaut habe, die kleiner als 1 Kilobyte ist, in Summe. Und das ist ein Punkt, an dem wir dann gucken müssen, wie viel Content wir draufpacken, weil jeder zusätzliche Buchstabe die Seite dramatisch viel vergrößert. Aber kein Mensch kommt mit so einer Seite klar. Das ist kein gutes Beispiel. Christoph. Keine Frage, sondern noch so eine Ergänzung, weil gerade das Thema mit Bildern kam. Klassiker ist, Bild ist zwar optimiert, aber für ein Thumbnail, was 150x150 Pixel groß sein sollte, wird ein 1024x irgendwas Bild geladen. Passt da definitiv bei euren Themes drauf auf, dass die richtige Bildgröße ausgewählt wird. Definitiv ein wichtiger Punkt, ja. Das ist gar nicht der Fragenteil eigentlich gewesen, das war spontan, aber war nett. Wir können hier eine ganze Menge Sachen machen. Und wenn ihr jetzt in den Tests irgendwie Dinge gefunden habt auf euren Seiten, wo ihr denkt, puh, ich habe keine Ahnung, was ich hier tun soll, kommt gerne in einer der nächsten 2 bis 5 Pausen heute vorbei und ich guck gerne mal mit euch zusammen drauf, wenn ihr da Lust drauf habt. Das ist was wir hier vorne ein bisschen schwer machen können. Wenn wir das aber hinter uns gebracht haben, machen wir das nochmal
und gucken nochmal auf Website Carbon, weil es ist ja genau der Unterschied, auf den wir schauen wollen. Was haben wir geschafft, indem wir unsere Bilder optimiert haben, indem wir vielleicht nicht mehr drei verschiedene Schriftarten auf unserer Seite benutzen, sondern nur noch eine, die wir laden müssen, indem wir irgendwie Optimierungssachen noch angeschaltet haben, etc. Und dann zu gucken, okay, wie viel Unterschied hat das gemacht? Ist ganz schön. Damit seht ihr, wie viel besser seid ihr geworden. Ihr könnt auch den Performance-Test nochmal laufen lassen, den ich bei patchtest.org gezeigt habe. Und die schlechte Nachricht ist, das hört nicht auf. Das heißt, zum einen lohnt es sich, ab und zu mal drauf zu schauen. Ich habe gesagt, ich war bei meiner eigenen Seite ein bisschen faul und habe das schleifen lassen. Seit der Blog-Editor im Core ist, ist performancemäßig wunderbar, wenn ihr von einem Page-Builder kommt. Von meiner Seite aus gesehen lädt der eine zusätzliche CSS-Datei. Und in meinem super speziellen, mega Minimalfall macht es das schlechter. Bei allen anderen Menschen nicht. Also bitte, ich will nicht, dass ihr herausgeht und denkt, oh, der Blog-Editor ist schlecht. Ganz im Gegenteil. Es lohnt sich, da ab und zu mal drauf zu schauen und das eben nochmal zu wiederholen. Und ansonsten könnt ihr das beliebig oft iterieren. Ich weiß nicht, wie viele 100 Stunden ich auf meiner eigenen Seite da rein versenkt habe. Das wäre die Stelle, an der wir eigentlich Fragen gehabt hätten. Die haben wir schon gemacht, deswegen sind wir fertig. Vielen, vielen Dank.